Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed Liberation. Und heute werden wir zu den Docks gehen, bei dem Wasser, das so ein bisschen rumglitscht. Aber das kennen wir ja schon, ne? Dass es hier ein bisschen glitchy ist in diesem Spiel. Du hast mich nicht gesehen, das finde ich echt tüfte. Und wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier hin und gucken, was passiert. Das Boot, das wir aufmischen. Ja. Das kriege ich ja wohl noch hin. Mit dem Buggywasser, was wir die ganze Zeit sehen. Ja, ich habe das Boot gesehen. Ist, ja, ist ein schönes Boot. Kann ich jetzt? Okay. Wachen heimlich und unbemerkt ausschalten. Oh, das kennen wir ja schon, ne? Ihr werdet mich hoffentlich ignorieren. So. Die sind ja nur zu dritt, ne? Ich finde es immer noch schön, diese Tutorials zu haben. Was würden wir ohne diese Tutorials? Du hast nichts gesehen, Alter. Kann nicht tauchen. So kann ich nicht tauchen. Jetzt kann ich tauchen. Ja gut, jetzt. Zu spät. Nähere ich mich bereits von hinten. Du kannst auftauchen. Okay. Wollte sie wohl sterben? Hier kommen wir hoch. Oh. Das zahle ich dir heim. Da ist sie. Oh, was war das denn für ein Depp? Er springt da rein. Ich dreh durch. Okay, das ist zuvor noch nicht passiert, dass wir erwischt wurden bei sowas, aber gut. It happens, ne? Gut, wir gehen nochmal von hinten rein. Das war eigentlich ganz gut, außer dass wir gesehen worden sind. Sind vielleicht diese Gegner etwas intelligenter als bei anderen? Lass mich! Bei anderen Assassin's Creed-Teilen? Lass mich in Ruhe! Spring ins Wasser, wenn du willst. Und lass mich in Ruhe. Okay. Das heißt, wir klettern hoch und hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Das ist der Plan. Ich meine, denen müsste quasi auffallen, dass einer fehlt. Aber ich denke mal, so schlau ist das Spiel auch wieder. Ernsthaft? Wie zum Teufel hast du mich gesehen? Der hat ja wohl nicht ansatzweise hingeguckt. Okay. Okay. Verstehe. Oh, jetzt kommt der wieder an. Warum kann ich nicht mal schnell schwimmen? Ist schnell schwimmen. Hä? Der Unterschied zwischen schwimmen und schnell schwimmen ist gar nichts. Na gut. Da seht ihr es rechts, wie ich es die ganze Zeit drücke. Also es wird mir natürlich nicht angezeigt, dass es schwimmen ist, aber das war früher immer schnell schwimmen. Okay, mein Lieber. Warte, bis du weg bist. Können sie auf jeden Fall alle an dieser Stelle finden. Kann den gar nicht unbemerkt runterschmeißen. Geht theoretisch gar nicht. Irgendeiner guckt nämlich immer hin. Schalte ich die Pinne aus. Ich habe doch. Was ist mit meinem Gift? Was willst du von mir? Nein! Ja! Eine Giftpfeile. Eine sehr gute Giftpfeile. Geht das auch? Schauen wir uns das Ganze mal. Frage ist, wie komme ich hoch? Wir werden die Leichen auf jeden Fall bemerken.
wird entkommen. Was? Sie kommt davon. Hä? Wovon redest du? Sie wird entkommen. Ist das dein Ernst? Jetzt stehst du da und sagst die ganze Zeit... Davon. Ich hab sie verloren. Ja, bist du durch? Jetzt steht er da, ich dreh durch. Das ist doch nicht der Scheiß Ernst. Jetzt plötzlich. Ach du, so ein Arschloch. Jetzt geht er weiter. Ich. Was du, WTF? Ich dreh durch. Was sind das für NPCs? Aber vielleicht meine Chance, den Typen hier runterzuwerfen. Jetzt ist sie nämlich aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Ha! Ich dachte schon, es wären jetzt wieder drei. Okay, wir warten jetzt einfach, bis sie hier vorbeikommen. Und dann werfen wir den nächsten runter. Es sieht so aus, als wären das drei, aber das ist einfach nur die Markierung, die ein bisschen komisch ist. Was für eine abgefuckte Quest ist das denn? Einfach drei Leute, die sich gegenseitig die ganze Zeit Rückendeckung geben. Und wir haben es einfach nur geschafft, weil ich einen Bug ausgenommen habe anscheinend. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt mal zwei. Jetzt warten wir auf Nummer 3, ganz bequem. Aber dann haben wir es wenigstens... Was zum Teufel diese Quest hier? Das ist so eine bittere Quest. Jetzt müssen wir warten, bis der kommt. Und vor allem, der checkt nicht mal, dass seine Leute weg sind. Ich bin wieder hier ein bisschen seltsam. Damals in Assassin's Creed 3, das hier stand ja von Assassin's Creed 3 ab, da konnte ich alle runterwerfen, ohne dass jemand was bemerkt hat. Hallo. Erkennt ihr mich jetzt, Kapitän? Nein! Furie! Harpie! Medusa! Männer! Überwältigt sie sofort! Das hat sich ja voll gelohnt, sich reinzuschleichen. Danke. Danke. Na komm. Das war Nummer 1. Direkt mal Nummer 2. So. Wir gucken, wie der Captain so drauf ist. Ja. Echt erbärmlich. Hey, du bist der Captain. Bitte, bitte, zeig Gnade. Ich mache keinen Ärger mehr. Ich höre auch auf zu trinken. Ich werde der Fleischeslust entsagen. Ich gehe ins Kloster. Bitte, überlasst mich nun meinem freudlosen Mönchsleben. Ihr scheint mich wohl für euren Richter und Henker zu halten, Bruder Dominguez. Rettet euch selbst, wenn ihr nicht zu betrunken seid. Abgezogen. So. Glück gehabt. Gut, der wird auf jeden Fall hier drauf gehen. Ich habe ihn nämlich nicht vom Boot springen sehen. Der steht da noch. Doch, bist du blöd oder was? Das Boot steht noch. Das. Keine Ahnung. Dieses Spiel. Es ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Kann ich hier vorbeilaufen, ohne dass ihr mich zusammenschlagen wollt? Cool. Hallo, Dude. Nehm dich mal kurz mit auf eine Tour. Was? Einfach an ihm vorbeigelaufen. Los. Gut.
Ich würde sagen, wir laufen einmal ganz kurz zurück. Wir haben nämlich unser Sold getan. Und ich muss sagen, was mir an diesem Spiel wirklich gefällt, sind diese kurzen Laufwege. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es so klein ist. Lass mich kurz eine Waffe auswählen, ja? Ich komme! Ich stelle mir gerade das Ganze aus deren Blickwinkel vor. Hm, was macht sie da? Sie zieht zwei Messer. Hm, seltsam. Was hat sie denn damit vor? So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Okay. Raufen sich immer noch. Und da hinten ist doch schon unser Büro. Oder nicht, das ist was anderes hier. Ah, das ist unser Haus. Glaube ich. Kann ich hier rüberklettern? Natürlich nicht. Weil zu Hause muss ich die Tür benutzen. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Ich wacke gerade hin und her, weil ich irgendwie... Es ist gerade ein bisschen seltsam. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Delay. Oder es geht auf jeden Fall nicht so schnell. Egal. Wir müssen mit der Garde sprechen. Ich habe überhaupt nicht gehört. Ich war gerade voll beschäftigt mit OBS. Sagen, das Spiel sieht auf OBS irgendwie anders aus. In Ordnung. Habe ich nichts getan. Hey, da! Hier zeige ich's! Jetzt habe ich euch was getan. So, kann ich mal jemanden bestechen oder so? Ist das für mich? Natürlich, wenn ihr genug Geld habt. Wie ich ihn vor seinen Augen beklaut habe. Lol. Was zum... Hallo, Kistchen? So, Agathe, was willst du denn von mir? Mit deinem weiblichen Namen. Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest, durch das ganze Chaos und die Aufstände. Bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und Labalise zu verlassen? Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Jetzt weiß ich, was an diesem Spiel stört. Jetzt habe ich es erkannt. Es ist einfach dieses Lieblose. Wir haben zwar einen Mentor, aber wir wissen nicht, wer der ist. Normalerweise haben wir, wenn wir einen Mentor haben, wie zum Beispiel, wie hieß der Typ nochmal? Hans-Dieter. Dann haben wir ihn halt wirklich kennengelernt. Wir haben mit ihm trainiert. Und wir haben ihn sterben sehen und so eine Sachen. Also war alles schon ziemlich intim. Wobei das hier halt ziemlich so gefühlslos ist. So, hey du bist mein Meister, ne? Hallo, was geht? So nett war. Wir kriegen überhaupt keine irgendwie Hintergrundgeschichten oder so mit. Alles da für einen Hinterhalt. Wachen eliminieren, um entdeckt zu werden. Auch schon wieder? Das machen die letzte Zeit öfters gerne, ne? So, da hinten ist einer, da ist einer und hier läuft einer. Ich denke, den können wir locker erwischen, wenn er hier lang läuft.
Dann holen wir uns den hier oben. Das wird er niemals kommen sehen. Nummer 2. 3 meine ich. Eine gute Matte. Und die da stehen zusammen, ja. Ich denke mal, die werden das eigentliche Problem sein. Coole Sache. Was? Benutzt doch einfach die Scheißleiter. Jetzt läuft er weiter. Und jetzt? Den Platz blockieren. Achso. Okay. Bin wie eine Mauer. Da oben. Warum blockiere ich da oben den Platz? Hä? Was? Achso, mit dem Ding hier oder was? Soll ich das irgendwie sprengen oder irgendwas? Bin ich ganz, was das Spiel von mir möchte? Ach! Dass das überhaupt gehalten hat? Naja. Sah ja schon ziemlich brüchig aus. So. Hä? Und. Und dann liegt da einfach mal so eine Sprengstoffkiste. Ja, ist okay. Das ergibt Sinn. Ich habe Wasser runtergeworfen. Dann spawnt normalerweise immer so eine Kiste. Ich weiß nicht, unsere Ziele sind auch so irgendwie gesichtslos, habe ich so ein Gefühl. Sicherstellen, dass der Konvoi in den Hinterhalt gerät. Okay, das ist alles seltsam. Weiß nicht. Eine Cutscene, keine irgendwie. Okay, jetzt warte ich nur noch, bis sie hier sind und dann freue ich mich einen Keks. Nein, einfach gar nichts. Und wie einfach das geht. Da kann ein Kind kommt und das umwerfen. Okay, machen wir das nächste. Keine Ahnung, was die da macht. Aber gut. Wir bekommen immer mehr Zeit. Und die Wache hat uns gesehen, wie wir das gemacht haben. Ja, interessiert ihn nur ein Scheiß. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Minute Zeit da hinten kommen. Was aber mehr als ausreichend ist, Leute, ganz ehrlich. Es sei denn, irgendwas Bugtastisches wird uns wieder ereilen, wie wir es sowieso schon kennen. Das Einzige, was ich gerade mache, ist die pure Verwüstung. Okay, wieso nicht? Aber wir haben es geschafft, da hinten ist schon unser Ziel. Jetzt stehen wir da nur noch, gucken zu und freuen uns einen Keks. Lasst euch nicht aufhalten. Nein, diese umgefallenen Sachen, das ist alles ganz normal. Wir sind gefangen. Wir kommen nicht raus. Ihr schon, der Wagen nicht. Waffe auswählen. Hey. Naja, dafür hätte ich jetzt wirklich nicht so einen Scheiß gebracht. Bin aber gut. Er kommt. Oh, ihr seid schon ein bisschen heftiger drauf, wa? Okay, ich sehe schon. Jetzt greifst du auch noch den Falschen an. Ich fuck. Einfach was den richtigen an, Mann. So.
Kannst du sie jetzt endlich mal töten? Och Mann, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann. Huch! Da hat er es mir gegeben. Dreh durch. Ihr wollt mich verarschen, ne? Lass mich kurz nachladen. Ah! Lass mich nachladen, habe ich gesagt. Entzieh dich. Wie viel Leben hast du eigentlich, du? Jahre später. Okay, kümmern wir uns wieder um dich. Oh, er ist tot. Ah. Vielleicht machen wir auch den hier. Ich habe abbrechen gedrückt, ne? Das hätte ich mal sofort machen sollen. Esse. Es ist ululululululu. Ach, ist das der Typ, der Angst hat Bitte? Vor mir? Keine Nein, Ahnung. Verschont meine Frau und mein Kind. So wie ihr die Sklaven und Arbeiter verschont habt? Oder deren Familien? Doch, es geht ihnen gut. Ich habe sie nur weggebracht. Nach Mexiko. Mexiko? Warum das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Berater. Bitte, meine Frau weiß von nichts. Ich sagte ihr, die Konvois wären voller Verbrecher aus den überfüllten Zuchthäusern. Sie ist unschuldig. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr? Wollt davon nichts wissen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Meine eigenen Expeditionen erforderten einen ähnlich großen Aufwand. Das Gebiet ist voller Relikte, die älter sind als die Maya. Außerdem kann ich euch das hier bieten. Man kann damit geheime Dokumente entschlüsseln, so wie dieses. Ich werde mich jetzt umdrehen und gehen. Wenn euch euer Leben lieb ist, verlasst ihr umgehend diesen Kontinent und kehrt nie wieder zurück. Habt Dank für diese Gnade. Gnade? Das ist keine Gnade. Ich überlasse euch lediglich dem Gutdünken eurer Auftraggeber. Ihr werdet ständig auf der Flucht sein. Geht, genießt die trügerische Freiheit. Okay. Sprechen wir nochmal mit unserem Typen. Das Spiel ist so, ich weiß nicht, so lieblos gemacht einfach. Das kennt man einfach von Assassin's Creed. Das muss die Ära sein, wo sie angefangen haben, drauf zu scheißen, Hauptsache irgendwie Geld zu verdienen. Das kann ich mir das nicht erklären. Warst du erfolgreich? Gouverneur Ulloa gab mir diese Trophäe. Ah, ein wertvoller Fund. Dadurch wird Ulloas Tod zu einem großen Sieg für die Assassinenbruderschaft. Ich wünschte nur, ich hätte es selbst sehen können. Sag mir, was waren seine letzten Worte? Hab Dank für diese Gnade. Was? Soll das heißen, er lebt noch? So willst du mir also deine Loyalität beweisen? Indem du meinen Befehl missachtest? Und unseren Feind laufen lässt? Mein Mentor! Aus dir spricht der reine Blutdurst. Wir haben dieselben Ziele. Sklaven befreien, den Feind besiegen, Gerechtigkeit bringen. Nun haben wir die Mittel, um die Mission voranzutreiben. Ich muss dem Feind nach Mexiko folgen. Sofort! Das wirst du sicher nicht tun. Wenn du es nicht einsiehst, dann folge ich meinem Instinkt. Was ist ein Assassine ohne Disziplin? Du wirst deinen Ungehorsam bereuen. Das Risiko gehe ich ein. Okay, Mr. Typ, den ich nicht kenne. Ist mir stürzt egal, was du denkst. New Orleans, 1769. Alles wird riskiert, um der Spur der Wahrheit zu verfolgen.
Ja, und die Spur werden wir dann, würde ich sagen, morgen verfolgen. Mal gucken, was wir noch so erleben werden in diesem wirklich hervorragenden Teil der Assassin's Creed-Reihe, die ich für immer feiern werde. Es wird für immer mein Lieblingsspiel. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Tschüss!